Wir beschäftigen uns heute mit der Schalldämmung vom Van. Dafür nehmen wir einmal dieses Alu-Butyl, das ist eigentlich auf der Rolle. Tommy schneidet mir gerade schon die Stücken hier zu. Genau, warum machen wir das? Schalldämmung ist natürlich ein großes Thema im Van, also gerade dieser Van hier ist einfach so laut, auch beim Fahren. Und genau, es nimmt die Geräusche von außen, aber auch umgekehrt, wenn wir drin sind, hört man uns draußen nicht so sehr. Genau, das kommt einfach auf Rollen, wie gesagt, ist selbstklebend und was ganz wichtig ist, wenn man das verarbeitet, unbedingt mit Handschuhen arbeiten, weil die Kanten hier sind wahnsinnig scharf. Die Erfahrung haben wir im letzten Van schon gemacht. Da schneidet man sich gerne mal die Finger auf. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir schon einen Unterschied hören. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen dumpfer. Richtig spannend wird es auf jeden Fall bei den Türen. Da ist der Unterschied noch mal viel größer. Laut Tommy ist die eigentlich für die Übergänge von Tapeten und da gehe ich jetzt einfach erst an den Rändern mit ordentlich Druck drüber und am Ende nochmal komplett über die Klebefläche, damit auch wirklich alles bombenfest klebt. Weiter geht's mit den Hecktüren. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall einen Riesenunterschied macht. Also die würde ich auf gar keinen Fall auslassen. Und was wir noch nicht erzählt haben, vielleicht auch wichtig, die Platten kann man einfach mit dem Cuttermesser schneiden. Wir machen einmal den Vorher-Test. Muss man die Tür zuschlagen. Das war immer am krassesten. Mit ordentlich Schmackes. So, das obere Stück lassen wir frei, weil wir noch nicht ganz sicher wissen, ob wir hier noch die Leiter dran machen, aber es hört sich schon auf jeden Fall ein bisschen anders an. Scheppert weniger. So, der Wagen ist ja jetzt soweit schallgedämmt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Schiebetür hier. Da mache ich mich jetzt mal dran und was extrem viel hilft, ich habe mir mal so ein Set gekauft, um so diverse Türverkleidungs-Nupsis und Geschichten abzumachen und das Tool hier ist echt jeden Cent wert. Ich zeige euch das mal gerade. So, hatte natürlich wieder nur die Hälfte dabei. Also mit dem ersten Tool hier kann man super geil einfach diesen Innenschnuppi rausziehen. Und dann gibt es hier so eine zweite Zange, wo man so mit runterhebeln kann und die dann einfach mega easy rausnehmen kann. Das ist so Gold wert und erspart einem so das Leben und macht keine kaputten Finger. Geht bestimmt auch mit einem Schraubendreher, beziehungsweise geht auf jeden Fall, oder einem Spachtel. Aber dadurch, dass der von beiden Seiten das einfach so hintergreift und rauszieht, jeden Cent wert. Ich verlinke euch das mal. Thank you.
fällt auch glatt die Kamera um. Ja, das hört sich doch schon richtig gut an. Boom, so richtig schön tiefer Bums. So muss das sein. Oh. Ja, und jetzt haben wir das erstmal geschafft. Heute ist es endlich soweit. Heute kümmere ich mich um die Dämmung von unserem Van. Und ich erzähle euch erstmal, für welche Materialien wir uns entschieden haben. Zum einen arbeiten wir wieder mit 19 mm Armaflex, selbstklebend. Das haben wir schon beim ersten Van gemacht und waren damit super zufrieden. Und auf die Übergänge kommt dann eben dieses dünne Tape. Und die Vorteile von Armaflex sind für uns einfach eben, dass es selbstklebend ist. Man kann es einfach mit einem scharfen Messer zurechtschneiden, einfach dran kleben, hat eine super Dämmwirkung. Ja, also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, also nehmen wir dieses Mal auch wieder Armaflex. Und was wir zusätzlich dieses Mal noch nehmen, ist Schafswolle für die Holme und für die Stellen, wo wir mit dem Armaflex eben nicht drankommen. Über die Schafswolle habe ich mich auch informiert und es hat neben der Dämmwirkung auch noch einen Schallschutz und ist sogar noch luftreinigend. Und es ist natürlich ein natürliches Produkt, deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und was ich auch noch super interessant fand, der liebe Alex von Always Keeps Exploring hat den Langzeittest gemacht. Er hat nach 1,5 Jahren das Auto einmal sozusagen an einigen Stellen aufgemacht und hat die Schafswolle rausgeholt und hat geprüft, ob es irgendwie komisch riecht oder ob es schimmelt oder komisch aussieht, ob es nass ist, und es war alles super. Also werden wir die Schafswolle auch nehmen, um die Holme zu dämmen. Was ihr sonst noch braucht: Bremsenreiniger oder Silikonreiniger, um die Flächen vorher fettfrei zu machen. Dann auf jeden Fall ein super scharfes Cuttermesser bzw. super scharfe Klingen. Wir haben gute Erfahrungen mit den Carbonklingen gemacht. Damit rutscht man relativ gut durch. Ja, und dann habt ihr eigentlich auch schon alles, was ihr braucht. Ich habe mir jetzt ein bisschen Papier und unseren Bremsenreiniger geschnappt und jetzt mache ich einfach die Fläche sauber, damit sie fettfrei ist. Jetzt muss ich das Ganze ausmessen, damit ich eben weiß, wie viel Armaflex ich am Ende ausschneiden muss. Dafür gehe ich wirklich bis hier hinter, weil ich hier hinter den Holmen gut komme. Also da kann ich ganz einfach hingreifen. Und ich gehe auch wirklich, hier ist dieser Übergang, ich messe wirklich hier einmal über den Übergang drüber. Und jetzt gehe ich raus und schneide mir das Armaflex zurecht. Ich habe mir das Armaflex jetzt einmal falschrum mit der Folie nach oben auf den Boden gelegt, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es sich so wesentlich einfacher schneiden lässt. Und jetzt messe ich mir das Ganze zu, aus, wie auch immer. Und ich habe mir auf jeden Fall noch eine frische Klinge hier reingemacht, weil den Unterschied merkt man auf jeden Fall. Als Schiene zum Schneiden habe ich mir hier die Führungsschiene von unserer Kreissäge genommen. Da könnt ihr aber auch eine Wasserwaage oder irgendwas anderes aus Metall nehmen, was gerade ist. Ich kann euch nur den Tipp geben, ich habe mir das jetzt zugeschnitten und ich klebe das jetzt nicht direkt ein, sondern ich schaue natürlich erstmal, ob es so passt oder ob ich noch was verändern muss. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Dann können wir das Ganze jetzt einkleben. So. Ich habe jetzt so angefangen, mir das abzuziehen und jetzt fange ich erstmal wirklich mit der Ecke hier oben an.
Also bloß nicht, gerade bei so großen Flächen, alles auf einmal abziehen und dann versuchen, das anzukleben. Das wird ein Krampf. Das Zeug klebt wirklich bombastisch. Und dann wirklich aufpassen, dass es gut am Rand aufliegt und nicht, dass es hier am Holm selber schon anklebt. Das wollen wir auch nicht, weil dann entsteht Luft. Und ich ziehe mir dieses Dreieck jetzt wirklich weiter, dass es sich so abzieht von der Folie. So, nochmal alles gut festdrücken. Ja, und das war schon. Jetzt können wir mit dem nächsten Stück weitermachen. Weiter geht's jetzt mit dem Stück, bei dem, oder ab hier ist zu berücksichtigen, dass die Seiten zumindest bei dem Fiat Ducato identisch sind. Also ich messe mir das Ganze jetzt einmal aus und dann schneide ich das Ganze zweimal zu und kann es direkt ankleben. Aber erstmal natürlich Bremsenreiniger. Und genau das gleiche mache ich jetzt im ganzen Van. Dafür lassen wir aber den Zeitraffer laufen, denn ich glaube, das wollt ihr euch keine Stunden angucken. Bei diesem Stück hier am Radkasten gibt es natürlich einige Besonderheiten. Die Ecke hier habe ich schon rausgeschnitten, das habe ich mir einfach rangehalten und dann ausgeschnitten. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind so weiße Nupsis. Und es könnte natürlich passieren, dass von außen Wasser da reinkommt. Wir glauben es nicht, aber einfach um sicher zu gehen, wenn natürlich sich unter dem Ammaflex Wasser sammelt, ist das sehr, sehr doof und deshalb schneiden wir hier jetzt einfach kleine Regenrinnen rein. Das mache ich mit einer Schere, auf der anderen Seite habe ich das schon versucht. Mit dem Cuttermesser ging auch, sah aber nicht so schön aus. Ich fühle jetzt, wo die sind und markiere mir das hier so ein bisschen mit dem Fingernagel, dass ich weiß, wie ich ungefähr schneiden muss. Und dann geht's auch los mit der Schere. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist der Nupsi und hier kann das Wasser dann einfach in diesen Holm und von da aus geht's dann direkt wieder raus. So sieht das dann aus. Nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Und jetzt klebe ich das Ganze noch fest. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ich gebe zu, ich habe es nicht schön hingekriegt. Ihr schafft das bestimmt besser, aber muss ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Da kommt dann hinterher noch 9 mm Ammaflex drüber, eben damit es trotzdem gedämmt ist. Wir haben hier aber noch was vor, deshalb mache ich das jetzt noch nicht direkt zu. Und jetzt mache ich mit dem Rest weiter. Thank you.
So, wir haben ja diese Sachen hier noch, also diese Felder noch freigelassen, weil wir eben von außen noch Airline-Schienen angebracht haben. Und damit wir die Löcher und die Schrauben nicht durchs Armaflex prökeln müssen, haben wir damit noch gewartet, haben es erst angebracht. Und jetzt habe ich mir da schon angehalten, habe da, wo die Schrauben sind, einmal gegengedrückt, sodass sich hier in die Folie eben die Löcher bilden, und habe sie dann ausgeschnitten. Jetzt kann ich die Flächen noch sauber machen und dann kleben wir das Ganze ein. Ganz schön in den Schwitzen gekommen. Macht das, wenn ihr könnt, gerne zu zweit. Tommy ist gerade beschäftigt und kann mir leider nicht helfen, und ich wollte es jetzt unbedingt fertig machen. Aber bei so großen Stücken ist es auf jeden Fall einfacher, wenn ihr das zu zweit macht. Und kleiner Tipp noch, bei dem Stück ging es jetzt, aber bei dem davor, dadurch, dass ich ja die Löcher reingeschnitten habe, passiert das, dass ein Teil der Folie, so wie hier, einfach noch dran kleben bleibt. Also immer darauf achten, dass sie wirklich die ganze Folie abzieht, weil sonst kann sich eben an den Stellen Kondenswasser bilden. Das war schon fast zum Thema Armaflex. Der Van ist jetzt soweit fertig gedämmt. Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Das geht bei dem Fiat Ducato deutlich schneller als beim Ford. Da war ich gefühlt monatelang mit dem Thema Armaflex beschäftigt. Hier ging das jetzt wirklich ratzfatz. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich den Teil da oben noch ausgelassen habe. Da wissen wir noch nicht so ganz genau, wie wir das mit der Unterkonstruktion für die Hängeschränke machen. Deshalb haben wir den Teil einfach noch freigelassen und werden das final dämmen, wenn wir wirklich wissen, wie wir alles machen, wo Bretter hin müssen, wo kein Armaflex hin darf. Außerdem haben wir uns dazu entschieden, an einigen Stellen, wo es die Unterkonstruktion und die Verkleidung zulässt, doppelt zu dämmen, weil der Van ist eben schwarz und das Blech wird doch sehr warm, also doppelt dämmen ist da bestimmt keine schlechte Idee. Und natürlich werden wir auch die Holme, sobald die Kabel drin sind, auch noch mit Schafwolle versehen. Das macht jetzt allerdings noch keinen Sinn. Und hier an den Türen ist schon doppelt gedämmt. Hier kommt natürlich noch Tape drüber, ist aber auch nur die zweite Schicht. Die erste Schicht ist doppelt und nicht ganz so zusammengepuzzelt. Und hierzu habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Und zwar kommt man hier schlecht dran, weil es noch so einen Zwischenholm gibt. Und da habe ich mir hier ein bisschen was gebastelt. Ich habe ein Stück Draht genommen, habe das um die Folie gewickelt, so dass man das einfach reinlegen kann und am Draht dann rausziehen kann. Das ist nicht so ein Gefummel und auf jeden Fall ein super guter Tipp. Und das Fach über dem Fahrerhaus haben wir in der Zwischenzeit auch schon fertig gedämmt. Da haben wir lange mit uns gerungen, ob wir den Himmel vom Fahrerraum rausnehmen oder nicht. Wir haben es letztendlich gemacht. Das waren ein paar Schrauben, war gar nicht so schlimm. Und so hatten wir einen super Zugang zu dem Fach und konnten alles super easy dämmen. Können wir euch echt nur empfehlen. Und in dem Zug haben wir auch direkt die untere Plastikplatte rausgenommen und gegen eine Queen-Ply-Platte ersetzt. Ja, das war es jetzt aber wirklich mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder wenn ihr mögt, sogar ein Abo. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.